Hey, servus und hallo, willkommen zu diesem Video über meine neue Kamera, der Insta360 X4. In diesem Video findest du keinen Kameravergleich mit alternativen Kameramodellen auf dem Markt, denn ich bin bekennender 360 Grad und insbesondere Insta360 Fan. Auch keine tiefgehenden technischen Details. Du erfährst aber, warum ich die Kamera super finde, wie ich sie einsetze und einstelle. Und vielleicht ist das ja auch was für dich. Vorweg ganz kurz, warum ich so ein großer Freund der 360-Grad-Kameras bin. Wie funktioniert so eine 360-Grad-Aufnahme? Zwei Linsen, die zweimal 180 Grad aufnehmen und softwareseitig dann zu einem Bild zusammengefügt werden. Das nennt man Stitching. Das hier ist die Insta360 App, mit der du die Filme am Handy bearbeiten kannst. Am Windows-Rechner oder wie in meinem Fall am Mac geht das natürlich auch und ziehe ich persönlich vor. Wie du siehst, kannst du dich frei in dem 360-Grad-Bild bewegen und deinen Bildausschnitt auswählen, den du magst. Es ist Juni 2024. Das bedeutet, im Dezember feiert mein YouTube-Kanal 10-jähriges Bestehen. Von Beginn an geht es in meinen Videos ums Radfahren. Damals Schwerpunkt Mountainbike und Alpencross. Besonders die Alpenüberquerung mit der Familie haben Spaß gemacht. Tolle Erlebnisse mit meinem Vater und meinem ältesten Sohn. Der hatte mit 12 Jahren bereits 4 Alpenüberquerungen auf seinem Konto. Klar, dass wir das gefilmt und auch geteilt haben. Ein Highlight war zum Beispiel der 3-Generationen Alpencross durch die Dolomiten. Mit Opa 69, Vater 44 und Enkel 11 Jahre alt. Und natürlich auch der Familienalpencross mit beiden Söhnen und Frau zu Ostern durch die Schneefelder. Irgendwann kamen dann auch Rennrad- und Gravel-Videos dazu, auch gerne die beliebten Alpenüberquerungen. Aber auch weitere Bikepacking-Touren zusammen mit meiner Frau, wie nach Rom, Amsterdam und Prag. Und bald gehen tolle Videos unserer neuesten Tour 1000 Kilometer Bikepacking München-Paris online. Und im Winter gibt's auch heute noch Rodel- und Snowboard-Videos. Doch ich schweife aus. Zurück zu den Kameras. Die ersten Videos habe ich mit dem iPhone aus der Hand gefilmt. Später kam dann diese Garmin Verb hinzu. Hier finde ich diesen Hebel super, der die Aufnahme startet. Mit der GoPro bin ich irgendwie nie warm geworden. Filmt sie oder filmt sie nicht? Ganz gute Aufnahmen, aber nur in HD und auch recht schwer. Vor ein paar Jahren bin ich ganz alleine an einem Tag mit dem Rennrad von München zum Gardasee gefahren. Mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken. Kurz zuvor hatte ich mir die Insta360 One R gekauft. Eine der ersten 360-Grad-Kameras. Für damalige Verhältnisse waren da spektakuläre Perspektiven und Aufnahmen möglich. Später kam dann eine Insta360 X2 hinzu, die ich wegen der für die Radaufnahmen optimalen Form lieben gelernt habe. Super cool finde ich auch diese mega kleine Insta360 Go 2, die man einfach immer dabei haben kann. Gerade eben habe ich einen Newsletter bekommen mit einer neuen Kamera, die bald rauskommen soll. Winzig und 4K. Bleibt also spannend. In meinen Augen kam dann der erste große Sprung mit der 360-Grad-Kamera Insta360 X3, mit der ich sehr viel gefilmt habe. Eine wesentliche Neuerung hier war der große Touchscreen. Gefolgt von der Insta360 Go 3, Nachfolger der Go 2, leider größer, aber auch erwachsener geworden. Sehr cool mit dem klappbaren Bildschirm. Und wie gesagt, da ist wahrscheinlich die Go 4 in der Pipeline mit 4K. Dann geht es Schlag auf Schlag. Insta360 bringt zwei sehr innovative Geräte auf den Markt. Denn der Paukenschlag mit der Actioncam Ace Pro, leider keine 360-Grad-Kamera, dafür aber super Performance bei schlechten Lichtverhältnissen. Lowlight. Und auch mit klappbarem Bildschirm und KI-Chip. Thank you.
Den neuesten Streich halte ich hier jetzt endlich in den Händen. Die Insta360 X4 mit KI-Chip, 8K und 30 FPS und sogar 100 FPS bei 4K-Aufnahmen. Was mir extrem gut gefällt, ist die schnelle Reaktionszeit. Anmachen, sofort da, sofort aufnahmebereit. Alles geht total flott und fluffig hier am Screen. Das Display ist nochmal größer geworden. Die Kamera an sich ist etwas größer und schwerer geworden. Aber alles noch im Rahmen und super handelbar. Ja, 4K und 8K sind dann doch irgendwie nur relativ, weil die Auflösung wohl halbiert werden muss, weil die Angabe 8K wohl nur für beide Linsen zusammenzählt. Ist mir aber auch egal und interessiert mich auch nicht wirklich. Was für mich zählt, ist die Qualität, die Zuverlässigkeit und insbesondere die einfache Nutzung. Diese Schutzhülle hier ist von der X3 und die fand ich eigentlich immer super, da sie beim Abziehen auch gleich immer die Linse ein bisschen mitputzt. Vorausgesetzt, man hält die Hülle sauber. Ich filme meist in der 8K-Auflösung mit einer 30er Bildrate. Hier entstehen aber auch die größten Dateien. Insta360 sagt, dass du alternativ auch mit 5,7K plus arbeiten kannst, wenn du kleinere Datenmengen brauchst. Ich bleibe einfach bei 8K und bin auf der sicheren Seite. Mein Setup ist noch bei den Bildeinstellungen, den H265 Codec zu wählen und mit einer hohen Bildrate und der mittleren Videoschärfe aufzunehmen. Dann habe ich mir noch eingestellt, dass die Kamera sofort aufnimmt, wenn ich den Start-Button drücke. Rest ist eigentlich Standard. Gesten- und Sprachsteuerung wollte ich immer mal ausprobieren, brauchte ich aber bislang noch nicht. Auch den individuell belegbaren Button habe ich bislang noch gar nicht gebraucht. Ich starte eine Aufnahme und beende sie. Fertig. Manchmal wechsle ich von 8K und 30 FPS auf 4K und 100 FPS, wenn ich zum Beispiel Zeitlupen aufnehmen will. Wie Wasserdurchfahrten, die später noch kommen. Mein persönlicher Stil ist es, dass ich schon viel aufnehme, aber das Radfahren steht immer im Vordergrund. Ich bin kein Influencer, Publisher etc., der Radfahren muss, um etwas publizieren zu können oder zu müssen. Ich gehe einfach Radfahren, oft mit Kamera, und dann entstehen auch hin und wieder mal längere oder auch kürzere Filme darüber. Also nehme ich dich heute mal mit auf zwei kleinere Touren vom vergangenen Wochenende und zeige dir, wie ich die Kamera so einsetze. Am Samstag habe ich die Sonne erwischt und am nächsten Tag Wasser von oben und von unten. Lass dich überraschen. Ich zeige dir also in diesem Video ein paar Tipps und Ideen für Aufnahmen mit der Insta360 X4 und deinem Fahrrad. Die Stärke der 360-Grad-Kameras sind die Third-Person-Perspektiven. Du bist alleine unterwegs, es sieht aber so aus, als ob dich jemand filmt. Und der Selfie-Stick, den du zum Filmen nutzt, verschwindet im Video wie von Zauberhand. Ich schleppe immer einiges an Zeug mit mir rum. Neben Jacke, Erste-Hilfe-Set, Werkzeug und Ersatzteile auch Kamera-Equipment, wie zum Beispiel dieses praktische Stativ von Insta360. Schnell aufgestellt, und wenn man keine Freunde, Frau oder Kinder hat, die einen filmen, muss man das wohl selber machen. Und das geht mit der X4 super. Montierst du den Selfie-Stick seitlich an dem Stativ und wählst den Aufnahmemodus Bullet Time, kommt dann sowas bei raus. Sehr lustig, wenn du dir eine einsame Stelle ausgesucht hast und es kommen dann doch Passanten vorbei.
Gut, das nutze ich nur selten. Aber so richtig cool finde ich diese Drohnenperspektive. Meist nutze ich dazu dann den 3 Meter Carbon-Selfie-Stick von Insta360. Später zeige ich dir aber auch noch, wie es mit einem Standard-Selfie-Stick aussieht. Der 3 Meter lange Stick eignet sich natürlich auch super, um die Kamera hoch an einem Baum anzulehnen und eine super Perspektive für eine Vorbeifahrt zu haben. Gut, jetzt steht die Kamera 3 Meter hoch am Baum. Wie startest du die Aufnahme? Naja, entweder vorher schon oder einfach über die App, die auch als Fernbedienung fungiert. Und so sieht's dann aus. Radschnappen und vorbeifahren. Und so tun, als ob da keine Kamera steht. La la la. Tipp: Bei der Bearbeitung in der App oder im Insta360 Studio funktioniert das dann am besten, wenn du den Deep Track Verfolgungsmodus wählst. Den Rest macht die Software. Beim ganzen unauffällig hin und her fahren bloß nicht die Kamera vergessen. Vergessen solltest du auch nicht den zweiten Akku und eine zweite SD-Karte. Die habe ich immer dabei, falls du mal was mehr und länger aufnehmen möchtest. Ich komme meist mit einem Akku bei einer Tagestour aus. Die 265er oder 512er Karte brauchen Tage, bis sie voll sind. Blitzschnelle Aufnahme, ohne dass die Kamera erst eingeschaltet werden muss. Musst du aber erst in den Einstellungen aktivieren. Das ist mal eine andere Perspektive, die Abwechslung in dein Video bringt. Doch mit Selfie-Stick in der Hand filme ich ganz, ganz selten. Ich finde es auch recht gefährlich, vor allem bei hohen Geschwindigkeiten. Und es wäre schade, wenn die Kamera fällt. Ich habe von Insta360 eine super praktische Halterung am Lenker. Die Halterung ist super hochwertig und total stabil. In der Videobeschreibung verlinke ich dir einen Clip, in dem ich die Halterung vorstelle. Sehr praktisch sind die weiteren Halter. Auf unserer Bikepacking-Tour nach Paris hatte ich hier zum Beispiel eine Handyhalterung und eine Lampe verbaut. Noch cooler als die Kamera finde ich natürlich das Bike, ein Track Checkpoint SL.
Passt die Limited Edition Bag von Ortlieb nicht perfekt zum Rad? Ja, das war ein super schöner Tag heute, tolles Wetter, bin total begeistert von der Kamera und natürlich von meinem Bike. Das Ganze hat jetzt etwas länger gedauert, als ich sonst für die 50 Kilometer brauche. Dabei sind aber ein paar schöne Bilder im Kasten. Und so sieht mein Start am nächsten Tag aus. Mal sehen, ob ich trocken bleibe. Nein, bleibe ich nicht. Doch, das bin ich jetzt von unserer Bikepacking-Tour über Pfingsten von München nach Paris gewohnt. Jacke aus, Jacke an. Und auch mal den ganzen Tag im Regen fahren. Übrigens ist das natürlich auch für die Kamera kein Problem. Die Insta360 X4 ist bis 10 Meter wasserdicht, mit optionalem Tauchgehäuse sogar bis auf 50 Meter. Abonniere unseren Kanal, um die neuen Videos nicht zu verpassen. Vielen Dank dafür. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Erst das Wetter und jetzt fehlt da noch was. Siehst du es auch? Ja, ich habe die Wasserflaschen vergessen. Also die 5 Kilometer zurück nach Haus und Wasser holen. Okay, Wasser von oben, Wasser am Rad, auf in den Wald, durch Wasser fahren. Pfütze suchen, Stativ aufstellen, auf 4K und 100 FPS einstellen und ab durchs Wasser. Das geht besser. Das versuchen wir später nochmal bei einer größeren Pfütze. Okay, also stellen wir wieder auf 8K um und 30 FPS, packen den 3-Meter-Stick aus und ja, auch das kann man mit den Aufnahmen machen, nennt sich Tiny Planet. Ah, eine größere Pfütze, schon besser. Auf das Stativ habe ich hier verzichtet und nutze einfach einen Stick und einen Ast. Mal sehen, ob wir noch eine größere Pfütze finden. Derweil spielen wir noch etwas mit dem 3 Meter Carbon Selfie Stick. Ah, wer sagt's denn? Geht noch so gerade ohne Tauchgehäuse. Trotz oder auch gerade wegen dem Wetter habe ich auch heute wieder richtig Spaß auf dem Bike. Doch es ist noch nicht vorbei. Einen Tipp habe ich noch. Ja, hier sitze ich tatsächlich auf dem Selfie-Stick und schwitze, dass mir die schöne neue Kamera nicht ins Rad fällt. Es gibt aber sogar eine Halterung für die Sattelstange von Insta360, die dich bei dieser Perspektive nicht so schwitzen lässt. Mein Video dazu und auch die Infos dazu findest du in der Beschreibung. Merci fürs Mitkommen heute und dein Interesse. Vielleicht war ja was für dich dabei. Lass mir gerne ein Like für dieses Video und ein Abo samt Glocke da. Merci und bis zum nächsten Video. Servus und ciao.